Freunde, euer Simon hier aus meinem Gym Montagmorgen, ihr kennt es langsam. Ich habe euch beim letzten Mal ja gezeigt, wie man den Bauch richtig trainiert, wie man ein Sixpack aufbaut. Und ich weiß, dass das für viele sehr, sehr wichtig ist. Sixpack, jeder will den Bauch trainieren, sehr, sehr viel geklickt auf YouTube und überall. Viele machen aber den Fehler, dass sie den unteren Rücken nicht mittrainieren. Deswegen, wenn jetzt viele denken, auch unterer Rücken, das Video interessiert mich gar nicht so. Falsch, bitte, bitte, bitte trainiert den unteren Rücken. Ich werde euch auch genau sagen, warum ihr den trainieren müsst. Besonders, wenn ihr den Bauch trainiert. Ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Kunden von mir, die haben den Bauch trainiert, die wollten Sixpack, haben den unteren Rücken vernachlässigt. Das Problem dabei ist jedoch, dass der untere Rücken, also wir haben zwei Muskeln, die an der Lendenwirbelsäule sind und die sind praktisch der Gegenspieler von der Bauchmuskulatur. Wenn ihr die Bauchmuskulatur jetzt wirklich zu stark trainiert und zu intensiv trainiert, den unteren Rücken vernachlässigt, müsst ihr euch praktisch vorstellen, dass die Bauchmuskeln natürlich dicker werden und ein bisschen kürzer. Das Ganze, wenn ihr das nicht ausgleicht, hat wirklich Probleme oder kann wirklich große Probleme bereiten für eure Wirbelsäule. Das heißt, wir haben ja eine gesunde Krümmung in der Wirbelsäule, eine natürliche Krümmung. Und da kann es wirklich zu Disbalancen führen, zu Rückenbeschwerden, zu Rückenproblemen. Und deswegen müsst ihr wirklich den unteren Rücken mittrainieren, mit in euer Workout aufnehmen. Es ist kein schweres Programm. Ich weiß, das sind Muskeln, die man jetzt nicht unbedingt sieht, die am Anfang nicht so gerne trainiert werden. Das sind ja keine Muskeln, die man jetzt groß zeigen kann, indem man jetzt keine Muskelzuwächse erzielen will. Ihr müsst es aber in euer Workout aufnehmen. Ich zeige euch heute ein paar Übungen, besonders für Anfänger, die wirklich sehr geeignet sind, um den unteren Rückenmuskel zu trainieren. Macht bitte, bitte nicht den Fehler und geht als Anfänger, besonders als Anfänger, weil ihr das in den Videos seht, weil ihr das bei richtig starken Jungs im Gym seht. Schnappt euch bitte nicht super viel Gewicht und macht bitte kein schweres Kreuzheben. Ihr werdet es am Anfang falsch machen. Denkt dran, wir sind keine Strongman, wir sind keine Powerlifter. Besonders am Anfang nicht. Sehr, sehr gefährlich. Ihr werdet es im Gym sehen, dass immer wieder Leute wirklich die falsche Ausführung machen. Ich will es euch gar nicht groß zeigen, weil es wirklich sehr gefährlich ist. Ich zeige euch heute Übungen, die ihr wirklich gut machen könnt. Gut auch als Anfänger, aber auch als Fortgeschrittener. Es ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht eine Sache noch. Viele sagen mir dann immer, dass der untere Rücken wird ja genug trainiert oder bei Rückenübungen, weil er ja stabilisiert, weil er ja wirklich stabilisierend wirkt und das reicht aus. Ist auch nicht ganz richtig. Es ist zwar richtig, dass er wirklich so in der statischen Belastung ein bisschen mittrainiert wird, beim Rudern, bei Bizeps Curls zum Beispiel, aber das reicht einfach nicht aus. Das ist zwar eine statische Belastung hier für den Muskel, um den es auch geht, aber das ganze Zusammenspiel wirklich vom unteren Rückenmuskel, vom Gluteus, also vom Hinternmuskel, vom Beinbizeps, vom Hüftbeuger, ganz, ganz wichtig. Also ein Muskel, der wirklich eure Haltung stabilisiert, der wirklich eure Körpermitte stabilisiert, der vom Oberschenkel praktisch bis zum hinteren Rücken zieht. Das ganze Zusammenspiel wird einfach nicht trainiert bei diesen statischen Belastungen, wo ihr wirklich nur haltet mit dem unteren Rücken. Deswegen ganz, ganz wichtig, ich habe jetzt ein bisschen viel erzählt, ganz wichtig, den unteren Rücken trainieren. Als Anfänger empfehle ich euch auf jeden Fall Hyperextension, also Rückenstrecker am Roman Chair. Wenn ihr das Glück habt, hier mit dem Geraden, finde ich wesentlich besser. Wie gesagt, ihr kennt die Übungen ganz klassisch, viele machen es aber auch hier falsch. Es ist nämlich so, dass bei jeder Übung, bei jeder Rückenübung, solltet ihr den Rücken wirklich gerade lassen. Also ihr solltet wirklich dafür sorgen, dass ihr ein ganz leichtes, natürliches Hohlkreuz habt. Das heißt, Schulterblätter schön nach hinten, Brust raus, Hintern anspannen, wirklich durchdrücken und ein leichtes Hohlkreuz beibehalten. Ganz, ganz wichtig. Also nicht diesen Knick machen, keine Belastung auf den Bandscheiben, sondern wirklich schön gerade mit dem Rücken. Arme am besten nach vorne, mit geradem Rücken runter und hoch. Hintern anspannen. Und ganz wichtig, immer auch mit der Hüfte arbeiten. Das heißt, versucht immer schön die Hüfte zu drücken, immer gegen das Polster zu drücken, Hintern oberen, Hintern anspannen, sodass ihr auch immer ein bisschen Zug im Beinbizeps habt. Wirklich, wie gesagt, dieses Zusammenspiel der ganzen Muskeln, der ganzen Körpermitte wirklich fühlen. Als zweite Übung kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, oh, das ist eine unbekannte Übung oder ist eine Übung eher für Profis, für Fortgeschrittene, finde ich gar nicht. Es ist nämlich das rumänische Kreuzheben mit wenig Gewicht. Viele, die es falsch machen, machen es falsch, weil sie einfach viel zu viel Gewicht nehmen und machen die Ausführung nicht korrekt. Ihr könnt die als Anfänger wirklich sehr gut machen. Sehr wenig Gewicht nehmen, Hantel greifen, mit geradem Rücken direkt. Fangt direkt von vorne an, die Schultern schön nach hinten zu drücken, Hintern durchspannen, leichtes Hohlkreuz, Hantel aufnehmen. Beine nicht ganz durchstrecken, ganz leicht angewinkelt lassen, mit geradem Oberkörper nach vorne und
hochziehen. Ganz wichtig, ihr geht als erstes mit der Hüfte nach hinten und geht dann wieder mit der Hüfte nach vorne. Wir trainieren wirklich hier so, wie ich gerade gesagt habe, dass das Zusammenspiel wirklich, ihr werdet sehr, sehr stark hier im Beinbizeps merken, ihr werdet es im Hintern merken und vor allem eben im Lendenwirbelsäulenbereich schön sauber ausführen. Geht beim Runtergehen nur knapp unter die Knie, das reicht schon völlig aus und zieht dann schön hoch. Und das ist eigentlich auch schon alles. Schön den Rücken anspannen dabei. Das merkt man wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde euch die Übung auf jeden Fall raten und nicht direkt irgendwie mit schwerem Kreuzheben anfangen oder mit ähnlichem. Bitte macht nicht den Fehler. Ihr könnt es wirklich am Anfang nur falsch machen. Eine dritte Übung will ich euch unbedingt noch zeigen. Ich weiß, dass es wirklich ein bisschen doof ist, die im Gym auszuführen. Ich weiß das. Keiner legt sich da auf den Boden und macht die Übung. Deswegen könnt ihr die auf jeden Fall auch zu Hause ausführen. Ihr könnt die auch wirklich regelmäßig ausführen. Es schadet auch nicht, wenn ihr die wirklich täglich macht. Das ist überhaupt kein Problem für den unteren Rücken. Denkt dran, wir wollen ja keine riesen Muskeln aufbauen, sondern wir wollen wirklich dazu führen, dass der Rücken stark wird, dass er wirklich kontinuierlich praktisch gut trainiert ist, gut durchblutet, auch gut vorbereitet für andere Übungen. Deswegen macht die auch ruhig zu Hause. Legt euch ein Handtuch auf den Boden, legt euch auf den Bauch, Arme nach vorne, Beine schön gerade machen und jetzt praktisch über Kreuz, rechten Arm, linkes Bein anheben, kurz halten, runterlassen. Und anderen Beinen genau das gleiche. Das Ganze könnt ihr 15 bis 20 Wiederholungen machen, drei Sätze, ihr seid ganz schnell durch. Super Übung für zu Hause. Warum ist diese Übung meiner Meinung nach sehr geeignet? Wir haben bei der Übung, bei dem rumänischen Kreuzheben, wir haben bei den Hyperextensionen Übungen, wo wir wirklich sehr statisch arbeiten. Das heißt, im unteren Rücken auf jeden Fall sehr statisch. Das heißt, der Rücken ist gerade und bleibt auch gerade. Das heißt, er ist wirklich zwar unter Spannung, arbeitet aber nicht wirklich in seiner Kontraktion. Hier haben wir so ein bisschen den Vorteil, dass der Muskel zusätzlich noch ein bisschen arbeitet. Deswegen ist die wirklich sehr geeignet, um die ganzen statischen Belastungen einfach zu ergänzen. Deswegen macht sie, ist anstrengender als es aussieht, ist wirklich ziemlich schwer. Ihr spürt sofort im unteren Rücken, ihr spürt es auch sehr gut im Hintern. Also für alle Ladies da draußen auch eine super Übung für euch. Sehr, sehr wichtig. All die Übungen habt ihr zum Beispiel auch in meinem Programm drin. Deswegen guckt mal auf meine Programme, da erkläre ich sie auch nochmal. Bleibt dran auf jeden Fall. Ihr wisst, Montag, Trainingstag aus meinem Gym. Abonniert den Channel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.